Ja gut, gehen wir weiter hier. Küste oder was? Wo bist du? Hä? Ich bin hier, wo es leuchtet. Wo es erleuchtet ist. Jo, bei dir ist ganz schön dunkel. Bei mir sieht es irgendwie heller aus. Aber wollen wir hier rüber? Ja, können wir machen. Oder? Damit wir uns so... Ja, ja. Weil, es ist ja auch so, es gibt ja kein... Also es gibt noch Redstone, allerdings nicht mehr im normalen Stein, sondern es gibt Zinnober und Zinnober lässt sich zu Redstone craften. Okay. Und Zinnober gibt es in auch wieder irgendwie 5 verschiedene Steine. Einer davon ist, glaube ich, Basalt oder irgendwie Andesit oder schieß mich tot. Auf jeden Fall, naja, das übliche halt, Terraforma craften. Oh, ein Baum! Macht's einfach einem wieder mal schwer. Hier ist ein Baum, Timsche, wir sind im... Ein Baum im Baum? Oh, ein Sapling, was bist du? Oh, schade, wieder ein Orange. Wieder ein Orange? Naja, ich meine, ist ja eigentlich auch wieder cool. Guck mal, die droppt auch wieder ohne Ende Orange. Das ist ja pfundig, ist das ja. Das gleicht doch aus, dass wir jetzt nicht hier spelunkern gehen und in Höhlen gehen, sondern hier pfundig... Orangenhaine irgendwie. Genau, unseren nächsten Orangenhain an den Start bringen. Juhu! Das macht Freude. Hau mal den Baum um, damit der mal vielleicht eventuell nachwachsen kann. Ja, der Orangenbaum halt, ne? Okay, machst du. Weil der Baum hängt ja jetzt, also der Orangenbaum in diesem Baum quasi drinnen. das ist nicht gut. Nee, das ist das Guck, jetzt hat er nämlich hier so einen schönen Stamm. Und oh, kann, fuck, was geht? Glaub, Alter, die kleine Sau ist direkt hinter mir abgegangen. Ja, ja. Aber hat mich voll nicht erwischt. So ein Pisser. Wir sind noch erstaunlich fit für Nacht und so, ja, es ist auch nicht so viel los hier, ne? Nee, es geht. Es ist nicht so viel Fläche einfach da. Es ist in der Tat einigermaßen erträglich. Es ist erträglich, Tim. Ich komme. Oh, Achtung, hinter dir, Käse. Hinter dir! Was ist denn hinter mir? Ach, da ist noch einer. Ja, ja. Oh, Kacke. Wo hänge ich denn jetzt hier drin? Hilfe! Hups. Das war ja spannend. Ich war nämlich gerade... Achtung, er ist immer noch. Oder jetzt ja, ist er... Ja, ja, komm. Geh ab. Und jetzt, hier ist auch noch ein Skelett. Ups, Valera. Oh Gott. Hatten wir gerade gesagt, es ist ziemlich ruhig hier, oder ja, was? Ja, von wegen, ne? Da kommt auch schon der nächste von den Heinern ange. Bist du? Ja, ja, lass ihn abgehen. Ja, ja, genau, sehr schön. Ich hau's von oben. Stirb, du mieses Arschgesicht. Lass mir den Timsch in Ruhe. Achtung, geh aus der Bahn, Käse. Spring zur Seite. Ach so, tot. Okay. Was, du hast hier meinen. Ja, ja, ich hab hier so einen Wurfspeer. Okay. So. Ja gut, das war ja souverän, würde ich sagen. Wir sind so gut aufeinander eingespielt inzwischen. Da brauchen wir vor ganzen... Bei mir steckt bei dir ein Pfeil in der Schulter. Naja, das kann passieren halt, weil das Skelett auf mich geschossen hat halt, ne? Abgefahren. Hab ich noch nicht gesehen. So. Okay, so. Das ist schon buschig hier, hä? Ja, ja. Oh, Birkig, würde ich sagen. Was bist du für ein Stein? Das ist Shale. Ja? Ich würde sagen, ja. Wer Achtung, schießt? Irgendwo skelettet ist. Diorit? Diorit? What is this? Gucken wir. Achtung, da ist ein Freund und Skelett. Verpiss dich, Arsch. Oh, mein Messerchen ist kaputt. Ich so fleißig gebuttert. So, abgeschmiert. Hä? Wo habe ich denn hier Diorit, bitteschön, her? Hä? Diorit? Ist das cool, aber Diorit? Das, ich habe keine Ahnung, aber was, ich glaube, du hast recht und es... Hä, ich kann's nicht sagen. Wo ist jetzt der blöde Pöppel? Oh, ein Zombie. Oh, ah, oh. Oh. Nee, es ist in der Tat Diorit, ja. Okay, interessant. Ein neuer Stein, Timsche. Und das an der Oberfläche irgendwie. Ei. Ach, der blöde scheiß Zombie, ey. Ist mein Ding an dem vorbeigeflogen. Stirb! Stirb! Sacknase, stirb! Ey, nicht frech werden hier. Stirb! Hast du mal wieder kein Messer, Timsche? Ich hatte ein Messer, das ist aber kaputt gegangen. Und jetzt ist mein Stock gerade an ihm vorbeigeflogen, irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin. Diorit? Ja, achso, jetzt haben wir natürlich den Chisel nicht mitgenommen, ne? Das macht nichts, oder? Das machen wir. Ja, gut, sonst könnten wir halt ausprobieren, wie er aussieht, weißt du? Ach so, ja. Ob es sich jetzt lohnt, das Ding hier wegzupickeln, weil es ein hübscher... Oh, Kacke! Hilfe! Weil es ein hübscher Stein ist, oder... Naja, gut, lassen wir es mal gut sein. Wir wissen ja jetzt hier irgendwo ist... Gibt's Diorit. Genau. Okay. Gut. Und wir haben ja auch eine Probe gezogen. Richtig, ja. Ja. Können wir Qualität checken und ins Labor einschicken und so. Genau, und dann klären wir das ab. Genau. Was bist du hier für ein Stein? Hm, noch mehr Diorit? Also, auf jeden Fall, ich würde sagen... Nee, du bist Granit. Okay, okay. Das ist Granit. Das daneben, das hier. Was bist du? Ah.
toll. Puff. Hm, gab nix. Puff. Ich nehme an, das ist auch Diorit. Ja, das ist auch Diorit. Okay. Okay. Voll langweiliges Steingesülze. Naja, immerhin. Also, wir sind ja... Oh, ich glaube, es wird irgendwie grüner. Haben wir schon wieder Frühling oder was? Nee, ist immer noch nicht. Hier sind jede Menge Schafe und Wölfe. Hallo. Oh, wir können uns mal wieder einen Hauswolf andenken. Ja, aber wir haben kein Fleisch dabei, Dimge. Fleisch schon, aber kein Knochen. Ah, okay. Ach so, wir brauchen ja einen Knochen. Knochen? Ah doch, ich habe Knöchen. Echt? Ich habe Knöchens, ja. Okay, nimm mal mit. Vielleicht können wir dann... Haben wir sogar zwei unter Umständen? Sind zwei Wölfe da oder nur einer? Hauzi. Puff, so, sitz, mach Platz, Weibchen. Female, okay, nimm noch ein Männchen mit, guck mal, ja, ob das ich, da hinten... Ja, das waren die zwei. Ich hab die zwei gebraucht. Ist das jetzt unser, oder was? Ja, ja, das ist jetzt deiner. Schon getamed? Ja. Hallo. Der läuft jetzt hinter dir her. Wolfskopf. Der müsste jetzt eigentlich ein Halsband haben. Nö. Ey, jetzt grunzt hier nicht so rum. Aber er scheint mir irgendwie zu folgen, okay. Ja, ist du musst gut. Ihm einen Namen geben, Käse. Den denke ich mir noch aus. Okay. Im Moment ist er noch namenlos. Ach so, wollen wir... Boah, interessanter Berg hier. Auch ganz hübsch hier. Ich habe schon wieder Weltenlöcher, ey. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder Weltenlöcher. Alles voll. Das ist ja ekelhaft. Lass uns doch mal einfach woanders lang gehen. Ja, wo keine Weltenlöcher sind. Wie müssen wir da mal irgendwas tun, Tim? Das müssen wir mal in den Griff bekommen. Ja, das stört irgendwie. Das finde ich auch nicht so cool einfach, weil ich sehe ja nicht, wo es lang geht. Deinem Rechner, wo du aufnimmst, Ja, vielleicht deswegen, ne? Hat er da so... Ja gut, ich habe die Grafikeinstellung noch höher als du, ja. Vielleicht ja, hat aber er du hast dabei... eigentlich eine ordentliche Maschine. Das ja, das eigentlich... stimmt schon. Aber eigentlich? Und so. Aber vielleicht rotzt da TFC irgendwie noch ein bisschen härter irgendwie durch die Gegend als das normale Vanilla. Das kann natürlich sein irgendwie. Das kann natürlich auch sein, ja. Hup, hup. Hier ist es voll knallgrün irgendwie, gell? Ja, hübsch. Kuh! Eine Kuh! Du bist jetzt fällig, Kuh! Oh, meine Güte, ey. Ah ja, genau, beiß! Hä? Hab ich jetzt gerade meinen Wolf getötet? Mit einem Schlag, oder was? Ernsthaft? Irgendwas hast du gerade getötet, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es war... ich glaube, es war mein Wolf. Oh Gott, Käse. Ernsthaft? Ey, das war ein Schlag mit dem Buttermesser. Das war halt Friendly Fire mal wieder und so. Okay. So wie es halt so ist. Nein, Weltenloch ist immer noch da. Okay. Wow, hier geht's auch nicht pfundig runter, Timsche. Oh ja, da kann man schnell mal sterben, würde ich sagen. Ja. Hm. Und, willst du? Nee, will ich nicht. Okay. Aber du hast recht, hier ist schön grün, ja. Ach komm, ich spring einfach mal ins Weltenloch. Mal gucken, ob es dann weggeht. Meinst du, wir sind so in Äquatornähe oder so? Juhu! Geschafft. Meinst du, ich soll auch mal ins Weltenloch? Au. Keine Ahnung, schon zu spät. Oh, Schweinchen. Äquatornähe. Ja, weil es halt wieder so grün wird irgendwie. Ach so. Tja. Gute Frage. Oh, ein Babyschwein. Es muss nicht zwingend ein Babyschwein sein, weil die gibt's jetzt auch in TFC, haben die unterschiedliche Größen, die Viecher alle. Was? Es gibt kleine und große Schweine? Ja. Naja. Aber es gibt natürlich auch Babyschweine. Für mich ist es ein Babyschwein. Ey, ich bin so mit Weltenlöchern geplagt. Ich glaube, ich muss noch mal kurz aus- und einloggen, Käse, Alter, so leid es mir tut. Das ist ja grauenhaft. Und auch fürs Publikum, aber das geht ja gar nicht, ne? Das geht nicht. Scheiße! Nein. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser. So, du darfst auch wieder kommen, Käse. Das ist nett von dir. Gute alte Weltenloch. Scheiße, Kacke. Da. Gut, was ist hier? Wie sieht's hier so aus? Da ist so ein Hügelchen. Naja, naja. Unspektakulär, würde ich sagen. Wollen wir hier rauf? Mal gucken, was da so ist. Ja, können wir machen, oder? Klettern ja, wir schon, mal so ein bisschen. Schon dabei. Uiuiui. So. So. Ui. Krebst du uns hoch, Käse? Ja, ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt. Oh je. Oh je, oh je. Purzel, Wurzel, Purzel. Bringen uns nicht aus Versehen um. Ja, ich... Oh, Kahoo, der ist heiß. Aber klappt schon. Ne? Oh, Kacke, was mache ich denn? Ich bin auch ein... Oh Gott. Ein Hirsel. Ein Alter. Hä? Alles gut? Ja, ja, ich hätte mich nur fast umgebracht. Naja, kommt vor. Aber wir sind gleich oben, Timsche. Ja? Sind wir oben. Ich bin dir auf den Fersen, Käse. Oh, doch nicht. Doch nicht.
Aber jetzt ist gut hier. Hier ist cool. Ja. Kommen wir hier ganz locker hochgestiefelt. Alter, ist das ein Berg, ey. Wow. Sehr schön. Hops, 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 und, hops. Ich wette, du hast oben ein paar Weltenlöcher. Wahrscheinlich habe ich gesehen. Wir sehen gar nichts. Ja, ja. Alles nur schwarz oder Weltenloch. Aha. Nee, im Moment sieht es noch ganz gut aus. Piu, wow, hier ist. Uiuiuiui. Das ist ja ganz pfundig hier. Oh, wow, das war knapp. Hilfe. Ah, da unten ist ein Zombie. Sieh mal einer an. Und da ist voll schwarz. Meinst du, da geht's irgendwo in eine Höhle rein oder so? Nee. Ich sehe es, dass es nicht in eine Höhle geht. Nee. Hm. Nee, da ist einfach nur ziemlich schattig. Ziemlich sehr schattig, ja. Schade. Ja, ich meine, so ein fetter Berg. Ich meine, gut, ist natürlich auch gut alte Minecraft-Standard, ne? Das alte Berghaus und so. Das Berghaus? Meinst du, wir sollen irgendwo mal auf einem Berg ein Haus bauen? Naja, also ich bin eigentlich mehr für so eine Hobbit-Höhle. Ich hätte total gerne so eine Hobbit-Höhle, weißt du? Wo man sich so schön in so ein Hügelchen reingräbt und dann ist alles grün und man klopft so runde Fenster rein. Naja, so rund, wie es eben geht. Also viereckig meinst du in dem Falle? Naja, oder man macht sie ja größer und macht sie dann, naja eben. Viereckig, rund, rund bis viereckig. Naja, man kann sich dem Runden ja annähern, je größer man sie macht, Timsche. Das stimmt, dann haben wir halt so 30 Meter große Fenster. Ach, Timsche, du strengst mich an. Ach ja, Käse. Ja, eben so rund, wie es eben geht. Und wacka, wow, und traust du dich? Soll ich auch überspringen? Warte, ich komme. Uiuiui, fuck! Was ist passiert, Käse? Weiß nicht, das ist abgebrochen. Oh, scheiße. Es ist abgebrochen, kacke, was ist denn das? Ich weiß es nicht, und da unten sind deine Saplinge oder so. Ne? Da unten ist mein ganzes Zeug jetzt. Ich muss da mal hin, kurz. Alter, das ist ja heftig. Hast du dich mal... Also ich meine, es war jetzt nicht irgendwie, weil ich es versemmelt habe oder so, sondern das ist einfach... Abgebrochen. Ach du Kacke. Muss ich da runter? Oh Gott, jetzt habe ich mich auch... Oh nein. Ist hier noch ein Buttermesser oder so? Oh nein, jetzt bin ich auch tot. Ach nö, ernsthaft oder was? Ajo, klar. Oh nein, wieso denn, Timschlin? Ich weiß es nicht. Wieso hast du dich denn geopfert für... Ich habe mich nicht geopfert, ich wollte die Orangen... Ja eben. Scheiße, wir müssen jetzt da schnell hin. Ja, ja, auf jeden Fall. Das heißt, naja, es müsste eigentlich noch... 5 Minuten haben wir Zeit, Käse. Ja, ja, es sei denn, es ist in einem Chunk, der im Moment still ist, weil wir zu weit weg sind, oder? Dann müsste es ja eigentlich nicht... Und so. Ich mach mal hier ein paar Messerchen. Auf. Wie spät haben wir? Ja, Messer brauchen wir trotzdem. Okay. Wir haben hier gar nichts. Okay, rennen. Warum denn immer? Ja, weil wir einfach zu unfähig sind, Käse. Alte Kacke. So, aber wir müssen rennen, wir müssen so schnell sein. Jo, jetzt für Ausgaben müssen wir uns jetzt auch nicht. Erstmal was essen, bist du satt und so? Naja, ja, einigermaßen, das passt schon. Ich stürme hier lang, wie verrückt. Wie ein wilder Stürmer? Ja. So. Okay. Ja, ich stürme. Können wir den Berg denn irgendwie umgehen? Den Berg umgehen? Welchen Berg? Ja, das waren ein paar Berge, gell? Ja, ja, das ist ein bisschen problematisch. So. Oh, verdammte Axt, ist ja einfach der Boden weggebrochen, ey. Ja. Oh, da ist der TFC echt mal unfair, ey. Ich meine, ja. So hältst und dann springst du drauf und puff, weg. Tschüss, mach's gut, Edge. Oh, ja, das Mann, war das schon eine Nummer. Das war ja unfassbar. Oder wie heißt es im Deutschen noch so schön? Übermut tut selten gut, ja? Schnauze. Das war kein Übermut, das war nur ein bisschen Action. Guck mal, man kann auf dieses kleine fliegende Ding springen. Ah ja, ne? Der ist nicht abgebrochen, sondern der eins vorne dran ist abgebrochen. Jo. Oh, wie assig war denn das, bitteschön? Das war ja heftigst assig, ey. Ich bin sprachlos. Ja, ja, ist alles fort. Ja, wir, jetzt haben wir die Nacht, weißt du? Ich meine, wir sind jetzt unterwegs, haben die Nacht überlebt sogar. Ja. Und dann sterben wir, weil das Ding ist, und dann haben wir keine Orangenbäume deswegen, oder was? Dann krieg ich aber hier. Dann ist aber hier, und dann höre ich aber auf. Ach ja. Kein Kommentar. Der übermütige Käse. Jetzt komm schon. Stürzt uns beide in den Tod. Das kommt man ja nur wirklich nicht wissen. Ja, wieso bist du eigentlich noch darunter gehüpft? Naja, um deinen Kram zu retten, Käse. Was denkst du denn?
Was, wie hast du das gemacht? Ich meine, bist du einfach runtergesprungen oder was? Naja, einfach bin ich nicht runtergesprungen. Ich habe versucht, mein Bestes zu tun, habe mich dann verschätzt, bin etwas hart aufgeschlagen, dann kam ein Zombie, der mich zweimal gebissen hat und dann war ich tot. Naja, guck, also ich meine, eigentlich hast du es einfach nur versemmelt halt, ja. Ich meine, bei mir war es halt, naja, gut, ja, war auch versemmelt irgendwie sozusagen. Okay, das müsste hier drüben eigentlich, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall erst noch darüber, weil da leuchten ja noch Fackeln und so, ne? Und da ist auch der Baum, den wir freigehauen haben. Ah, jo. Okay. Okay, ja, kacke, es wird bald Nacht, oder? Na, das ist nicht gut.